So. Das ist wieder sehr laut hier. Credits, Untertitel, Tutorial, Sichtung, Spielwerte, Option? Weißt du, du hast so... Bin ich dumm? Du hast so viel... Du musst eine Lautstärke anpassen. Was ist denn das? Wer macht das denn mit D und... Ist doch nicht schön. Lautstärke mixen? Ja, für dich nicht. Du weißt nicht, ob das für mich schlimm ist. So Leute, wartet kurz. Ich muss euch das mal hier wieder ein bisschen schön machen. Wenn wir jetzt schon wieder... Oh, spielen, deswegen geht mir kurz einen Moment. Oh! Leute, ich verschwinde mal kurz, ne? Ciao. Leute, wir haben es geschafft. Okay, Zeit fürs Spiel. Okay, betrete das Hotel, beginne ein neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ist immer noch laut, ne? Leute, ich mach's gleich leiser. Ich bin gespannt. Kannst du es mir bitte streamen? Auch nur, weil du es gefragt hast. Ah, nicht schließen! Sorry! Lass mich überspringen. War das wichtig? Bestimmt. Okay, Leute, wir hören uns das nochmal an, okay? Prolog Hugo übernimmt. Okay, cool. Okay, Prolog anschauen. Nett hier. Jimmy! 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 Just leave me alone! Stop! Just leave me alone! Okay, 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 ich verstehe. Geister. Hello? Hannah, where are you? You all went off and left me behind. Where are you now? What's this number? We've all booked into a hotel up the road. How far away are you? I don't know. I'll have to call when I get there. You can't. There's no signal. Well, it doesn't matter. Just go to bed, Hannah. Well, listen. Make sure you're... Okay. Mir gefällt der Style vom Game. Ich war sehr zögerlich auf die Klingelton. Ich hätte sofort hinterstehe. I presume. Don't be alarmed. Your friends booked you in. Let me just check. Ah, yes. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. You're very nice friends. Very nice. Es ist bestimmt keine Perücke, die du aufhast. Nice to see so many sehr schöne realistische Haare. Young faces. For a change. You're here for the music festival in town, I presume. Yeah, we were supposed to be camping there tonight, but there's hardly weather for that, is there? Will you be staying for breakfast? I don't think so. Ich finde der wirkt nett. That's fine. And if you don't mind me asking, Maya, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? Starts around midnight, usually. It's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called Hugo Punch. Punch! He's sort of this comedic sociopath. Says things that you're not supposed to say and that sort of thing. It's quite popular with students. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay. I'd rather just go to bed. Sorry. Fine. Which way are the rooms? Just take the lift. You're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and then drop your key off in the box, if you will, Maya, please, tomorrow.
Warum geht sie nicht einfach zu einer Show? Was soll denn das? Best show in town and no takers. Hab ich da gerade Punch gehört? Willkommen in der Familie. Proper entertainment when you've got YouTube and my Zombie. Face or whatever. Stupid, uncultured. You don't like rude children. They're naughty. Don't start this again. I don't want to hear it, okay? Not tonight. Naughty children are bad eggs. They need to be taught a lesson. Shut up! Just shut up! You always do this. They're paying customers. They haven't done anything to you. Just leave them alone. Bad eggs need cracking. Whack 'em hard and crack the shell. Kick 'em down the stairs to hell. You know what you need to do, Jimmy. Show them who's boss. That's the way to do it. Ich habe das Gefühl, das ganze Spiel hätte man einfach streichen können, wenn man zu seiner Comedy-Show gegangen wäre. Ich wäre hingegangen. Maria wäre hingegangen und hätte sogar gelacht. Oh Mann. Vielleicht ist er ja lustig. Wenn ich Schreie in einem Hotel höre, bleibe ich erst recht in meinem Zimmer. That's it. Go to das nicht gut. Ich würde einfach gerne die Nacht durchschlafen da. Seaview Hotel has a dark past. Its ghosts have a story to tell. Use a ghost and spirit receiver to talk to them. They'll tell you Jimmy's secrets. Okay. Kann ich Jimmy im Hintergrund aufhören? But Jimmy must hide the truth. At all cost. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Glaube ich auch. Du musst einen Kompass und einen magischen Spiegel finden. Der magische Spiegel war doch hinten bei ihm drin, oder nicht? Kann man auch mit WASD gehen? Nee, damit kann man natürlich nur die Lautstärke machen. Selbstverständlich kann man damit die Lautstärke machen. Kannst du da... Nee, okay, da können wir nicht rein. Okay. Geh hoch. Nee, oben war er. Ja, ich geh mal runter. Oh Gott, werde ich mir die Sachen merken müssen. Darf ich nicht reden? Heißt das hier, dass ich nicht reden darf? Hör, wieso? Weil er so ein Mundsymbol ist, nicht, dass er mich hört. Ich weiß es nicht. Aber mir gefällt das nicht. Ja, mir auch nicht. Deswegen freue ich mich, dass du es verspielst. Kannst du dich mal umdrehen, Mädel? Ich liebe das noch Tutorial wegen dem Spiegel. Soll ich lieber nochmal das Tutorial angucken? Ist das Tutorial lang? Wow, müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder runter? Nee, ich dachte schon. Du musst einen Kompass. Danke! Was versuche ich denn gerade? Toll.
Jede Tür ist zu. Klasse. Na super. Das Tutorial lohnt sich. Motion Blur aus. Man kann Motion Blur ausmachen. Okay, Leute, wartet. Wir machen mal kurz noch Tutorial, weil besser ist. Keine Ahnung, ich mach mal kurz Tutorial und Intro. Also Tutorial. Die Situation. Ich weiß, ich bin kein Fan von Tutorials. Okay, also. Vor im Spiegel. This is Jimmy Hall. Der Besitzer. Und gefährlicher Psychopath. Warum auch nicht? Er hat böse Pläne für Mayas Freunde. Maya ist geflohen. Okay. Jimmy weiß, dass er sie aufhalten muss. Die Jagd. Oh, Jimmy hides wherever he can. Um Ecken. Oh Gott, das wird schrecklich. In the shadows. Oh, warte darauf, dass du kommst. Oder schlägt sich vielleicht von hinten an dich ran. He can't hide on the stairs. Oder im Erdgeschoss. Oder im Keller. Okay, also er kann nicht. Okay. Okay, Leute, ich verstehe das. If you see, move away out of his line of sight. Du kannst dich in jedem unverschlossenen Raum verstecken. Wenn Jimmy reinkommt, versteck dich in einem Kleiderschrank. Oder im Badezimmer. Oh, muss mir das aufschreiben. Dann nutze die Türspion im Gästezimmer. Und sehen, ob Jimmy draußen ist. To track him, to control where he goes, find room keys and drawers, lock Jimmy out of rooms, or lock him in, if you can escape first. Überprüf die Räume schnell, indem du durchs Schlüsselloch schaust. Die Toten, ach Leute, ich bereue, dass wir das spielen. Okay, Jimmy hat eine mörderische Vergangenheit. Seine Opfer haben ihn nie verlassen. Die spuken immer noch im Hotel. Benutze den Geisterempfänger, um mit ihm zu sprechen. Fragen Sie nach den Dingen, die Sie gesehen haben, und erfahren Sie Ihre Geschichte. Fragen Sie nach wichtigen Zusammenhängen, dann werden Sie erscheinen. Folgen Sie den flackernden Lichtern und achten auf seltsame Geräusche. Nutze einen Kompass, um dich zu orientieren. Oh Gott. Wenn Sie in der Nähe sind, schauen Sie sich weiter um. Oder halten Sie still und schauen Sie voraus. Mayas Talent. Boy! Maya kann in die andere Welt sehen. Okay. Hier an einen schwach beleuchteten Ort und nutze den Spiegel. Y, du wirst sehen, die wichtigen Orte, wo Sachen sind, die Orte von Geistern. Okay, und die Verbindung zwischen ihnen. Manchmal stiehlt Jimmy Dinge, wenn er sie erwischt. Suchen Sie nach Ihrem Geisterempfänger im Lagerraum im ersten Stock in der Nähe der Treppe. Finden Sie Kompass und Schlüssel im Gästezimmer. Okay. Ging doch, war doch ganz einfach, oder? Ich glaube nicht, du schaffst das. Ich nicht, aber... Du schaffst das. Bin ich jetzt schon im Erdgeschoss oder ist noch eine runter oder kommt dann schon der Keller? Nee, hier ist schon der Keller. Kellertür war geschlossen. Oder? Ja. Okay. Okay, Leute. Wie gesagt, wir werden ja heute nur ein bisschen antesten. Hallo? Geh da rein.
Okay, also. Okay, im Gästezimmer. Bisschen komisch laggy. Liegt das am Discord-Stream? Hast du den noch aus? Discord-Stream noch aus. Ja. Sag mal, ob es jetzt gleich besser ist, Leute. Ich habe ja den Discord-Stream beendet. Ansonsten frage ich mich, warum das so laggt in der letzten Zeit. Ein bisschen, es ruckelt halt ab und zu ein bisschen. Oh Leute, ich hasse das. Mir ist doch klar, dass hier niemand drin ist. Sicher? Okay, genau, 106 kann ich rein. Ich weiß auch, dass hier niemand draußen sein sollte, oder? Kannst du irgendwie abschließen? Ja, kann ich, aber muss ich doch nicht. Jimmy kann ja jederzeit kommen. Ja, das ist ja immer. Ich muss. Ich kriege ja keinen Fortschritt. Das ist das Spiel an sich, war das bei Gronkh nicht anders, sagt Minnie. Besser als Gronkh ist mein PC nicht. Das Lager. Das Lager ist nicht das Gästezimmer. Weisheit mit mir. Das sind ja viele Gästezimmer. Und irgendwo unten bei der Treppe findest du, glaube ich, irgendwas anderes noch, ne? Ja, diesen das Geisterding. Ach, das stimmt. Oh, Leute, das gefällt mir gar nicht. Was genau? Die Steuerung? Nee, das Spiel. Wieso? Weil es gruselig ist. Okay, im ersten Stock in der Nähe der Treppe soll ich es finden. Ja? Ja? Nee. Nee. Junge! Kannst du vielleicht Schubladen öffnen und sowas? Ich will gerade austesten. Wie gesagt, wenn du es wieder umdrehen kann. Okay, Leute, ihr seht, ich bin Profi in diesem Spiel. Ich glaube, ich würde jedes Mal, wenn ich klicke, schreien, weil ich Angst habe, dass da was kommt. Ich finde es schön, dass mein Zimmer für alle Zimmer passt. Ich kann mal kurz gucken, ob ich hier in... Guck da in die Schublade vielleicht. Ey, guck mal, Raum 123. Oh. Okay. Kann man das in VR spielen, Busch? Boah, das will ich nicht. Oh, mir gefällt das nicht, Leute. Darf man dir Tipp geben? Man darf mir immer Tipps geben. Ja, ne Mini, wenn es nicht... Also ich glaube nicht, dass man spoilern kann. Nein, es kann auch wirklich nicht spoilern, ist mir egal. Nein, nicht spoilern. Kannst du mal die ganze Geschichte erzählen. Untersuch doch mal die Zimmer, sagt Mietze. Untersuchen wir mal die Zimmer. Sollte man die Zimmer abschließen? Du hast ja ein altes, blutverschmiertes Tuch. Gefunden? Du hast ein Kindergeldbeutel. Aber hochinteressant. Gerät einschalten. Wenn das Menüsymbol rot wird, ist er in der Nähe. Entschuldigung. Geist! Ah. Is anyone there? Achso, okay, das macht sie selber gleich. Ich sag jetzt, warum ist hier ein blutbeflecktes Tuch? Is anyone there? Okay, kann das da. Kann er mit mir reden. Warte, muss man das dafür benutzen oder für Jimmy? Ich habe das verstanden, dass man das sagt, um Jimmy irgendwo hinzulocken. Oh, nein. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Wie sagt das doch nicht? Aber ich... Ich denke, du kannst dich in den Räumen verstecken. Oder so. Muss das nicht unbedingt abschließen, okay? Solange du das Zeug nicht gefunden kommt er. Solange du das Zeug nicht gefunden hast, kommt er nicht. Du hörst seine Schritte und sein Lachen, wenn er dann mal kommt. Okay, Minnie. Okay. Also ich habe jetzt genug Zeit in Ruhe, erstmal den ganzen Tinnef zu finden. Aber eine Sache hast du ja schon gefunden. Hat das ihn schon jetzt getriggert oder musst du erst alles finden? Ich bin getriggert. Leute, das. Ihr werdet es nicht glauben, das macht mir gar keinen Spaß. Halt. Ah!
Oh Gott, habt ihr den Frame da auch gesehen? Er war da, geh einfach weiter. Nein, das war der Frame, oh. Er ist hier nicht. Was? Hä? Oder war das... War er da oder war das einfach wieder mein Frame-Ding? Ja, er war da. Ja, aber das war doch mein Frame wieder. Ich versteck mich jetzt, ist mir egal, Leute. Können wir doch mal ganz kurz drüber reden? Können wir da mal ganz kurz drüber reden? Was... Ich dachte, der kommt nicht, bevor ich nichts hatte. Der war doch nicht. Das ist doch dieser Frame-Fehler, den ich habe. Leute, wir haben hier ein Problem. Soll das nicht leichtsinnig werden, sagt Jazz. Jazz will mich nur leiden sehen. Ein Schlüssel. Sie haben den Schlüssel. Treppe, erster Stock. Ach, schön. Oh. Ach, unten in den Regalen kann man auch gucken. Spiegel! Gut gemacht. Kommt der jetzt? Oder muss ich erst noch den Kompass finden? Kompass noch. Noch ein bisschen hast du für dich. Alles gut. Kann ich das bitte von jemandem hören, der nicht Maria ist? Also, Miss Nightvision schreibt, ab jetzt vorsichtig, nicht zu lange im Gang stehen. Danke. Und in meinem Zimmer ist also der Kompass, okay. Du schaffst das. Ich hasse das und vor allem die Frames machen es mir nicht einfacher, weißt du? Was ist das für eine Musik? Warum wird die Musik jetzt so gruselig? Muss ich nicht? Setz dein Headset richtig auf. Nein! Ja, 118 kommen wir mal hier rein. Einfach nur, wenn ich mal einen Moment. Ach, schön, ist wieder dunkel. Kriege ich in unterschiedlichen dunklen Räumen unterschiedliche Tipps vom Spiegel? Ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt eher darauf an, was für Gegenstände du hast, oder? Nee, ich bin der. Nee, ich bin Kompass wohl. Das Geistergerät geht nur, wenn der Geist in der Nähe ist. Der Spiegel zeigt, wo du hin musst. Ja, in meinen Raum. Er jagt dich erst, wenn du Kompass und Spiegel hast. Okay, erst wenn ich Kompass und Spiegel habe. Das heißt, ich kann ganz entspannt das machen. Und das, falls er halt jetzt doch kommt, ist es halt ein guter Jumpscare. Danke. Ist das mein Raum? Ach Mensch! Yay, gut gemacht. Dann geht das Spiel jetzt los. Kann ich das hier abschließen? Mein Bett hat sich gerade eben von selbst gemacht. Ich hab's gesehen. Okay. Sie haben einen Schlüssel. Warum habe ich in meinem Zimmer einen Schlüssel für den Lagerraum? Du hast einige Trophäen und Preise. Ja, richtig so. So. Da ist er, der Kompass. Deutet in Richtung nahegelegener Geister. Du hast eine Flasche Terpentin und ein Feuerzeug gefunden. Alles klar. Jetzt geht's los, genau. Ich bin gespannt. Alles gut? Sehe ich so aus? Nein, deswegen frage ich. Der Kompass deutet in die Richtung von Geistern. Boah, wenn ich dort wäre, Geister wären mir sowas von egal. Helfen die dir rauszukommen? Spiegel, sag mir mal, was ich tun soll. Kann er sich eigentlich auch in einem dunklen Raum verstecken, Leute? Ja, im Bad. Nee, ob er sich da verstecken kann. Ich hab mich schon vor dem Ritter eben erschreckt. Wer bist du denn? Was ist denn das für ein Tipp? Das ist ein Geist. Ah, LG. Lagerraum? Wo steht denn LG? Lower... LG. Langnese.
kann nur im Bad sein. Er kann nur im Bad? Ach super. Hey, wieso kann er denn im Bad sein? Ich dachte, wir müssen uns im Bad verstecken. Ich kann ihn beim Kacken stören. Lower ground. Ah. Oh Gott. Ich hasse dieses Umdrehen. Oh, du hast ein altes hölzernes Paddel gefunden. Ja, follow. Jetzt gehen die gleich die Sexspiele los. Ich schlag ihn damit. Fährt Jimmy Fahrstuhl, nur so als Frage? Ich glaube nicht. So, wir gehen jetzt ins Erdgeschoss, wir müssen ins Untergeschoss. Okay, ja. Im Keller ist er nicht, ne? Im Keller kann er nicht sein. Das heißt, da bin ich jetzt ja... Im Keller und im Erdgeschoss. Huch, Leute, ist das easy. Ist das easy. Wer heult denn hier? Ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwer traurig dort. Da ist doch irgendwo ein Geist. Ist er? Ach ja. Hallo? Versuch da doch mal mit dem Geist zu reden, vielleicht. Hallo? Kann mir jemand irgendwer antworten? Es könnte ja mal einer mit mir reden. Also im Keller finde ich es toll. Hier ist nämlich nichts, was ich machen kann. Nix was. Mhm. Und im Erdgeschoss ist ja auch nichts, ne? Mhm. Rede mal vor den Fahrstuhlen mit dem Geist, sagt Vor dem Fahrstuhl? Okay, warte. Näher hingehen. Ist aber nah. Du musst vorher eine Sequenz sehen, bevor du mit dem Geist sprichst. Ist aber nah. Ist anyone there? Also hier ist nix. Okay. Auf dem rechten Fahrstuhl leuchtet was. Achso, ja, das ist... Ja, dann leuchtet G. Der Knopf. Du musst in den Raum hinter dir, schreibt Vincent. Okay. Achte auf den Kompass. Der Kompass dreht sich hier im Kreis. Der Spiegel sagt, was du tun musst. Ist jemand da? Pfeil folgen. Probier es im Raum. Der Geist ist da. Is anyone there? Is someone there? Ich lese nur, was im Chat steht. Wenn ein Kompass verrückt spielt, ist der Geist in der Nähe. Ja, bringt mir nichts, wenn er trotzdem nicht mit mir reden will. Da stand ein kleines Mädchen. Oh, das ist gut, das ist ein Geist. Ist doch süß gewesen. Ja, muss ich jetzt wieder runter? Das ist die Frage. Nottaste, Mädchen im Keller. Nottaste? Und jetzt rede mit dir. Hallo, kleines Mädchen. Wie wär's denn, wenn wir dieses Mal uns ein bisschen unterhalten? Hm? Kontaktiere einen Geist, um eine Frage darüber zu stellen. Hallo? Yes, I'm there, sagt Klaus. Sie hat geantwortet. Hallo? What's your name? Hallo, Amy Bell. Das habe ich nicht gefragt. Okay, du bist 10. Okay, dann muss ich jetzt befrage den Geist den Ding, die du hast. Okay, du siehst ihre Antwort, wenn du das Objekt auswählst. Okay, dann Mädchen im Keller. Ich frage mal dazu. I saw a girl in the basement crying. Who was she? Okay. Von einem 10-jährigen Mädchen Sachen zu klauen. Was weißt du über die Kochmütze? Dem Koch? Ja, ach was. Okay, kleines 10-jähriges Mädchen. Was weißt du über meine Diazepam-Medizin? Where did the bottle of Diazepam come from? Sag's mir! Okay, was weißt du denn über das Holzpaddel? Where did the wooden paddle come from? I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? I didn't know what they were until Jimmy showed me. Okay, Jimmy hat dir gezeigt, wofür das Terpentin das Feuerzeug war. I found some trophies. Who won them? I don't know.
Keine Sorge, Mädel, wir sind bald durch. Du kannst sie verlieren bei falschen Fragen. Und sie verschwindet dann. Ah, Jimmy hatte das Schwert und sie mochte es nicht. Na gut, was heißt über das Blut? Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? Das könnte deins gewesen sein. Kannst du mir mehr dazu erzählen? Also, das würde als helfen. Schlüssel, Treppe zur Etage. Nee, Who did Charles' purse belong to? Okay. Kannst du mir genau sagen, was ist mit dem... Das Tuch könnte meins gewesen sein. Ja, aber aus, ist blutbefleckt, Mädel! Ich wette, du kannst mir nichts zu den Zimmerschlüsseln erzählen. Danke, Amy. Danke. Okay, reicht das uns als Infos über Amy? Ich glaube, mehr kannst du nicht herausfinden. 0% war vollständig, kacke. Hat auf 1% gehofft.